Hallo, herzlich willkommen auf meinem Videoblog Essbare Natur. Wir haben jetzt Ende April und ich nehme euch mit in den lichten Auenwald am Münchner Stadtrand und zeige euch, was es hier alles gibt. Und diesmal nicht nur Kräuter am Boden, sondern auch Blätter. Die sind nicht im Moment perfekt, weil jung und zart wie diese wunderbaren Lindenblätter. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, empfehle ich euch, das Basisvideo anzuschauen, Wildkräuter sammeln und zubereiten. Da zeige ich euch auch, worauf ihr achten müsst. Die wichtigsten Regeln einfach nochmal für den Anfang. Nicht an Hundewegen sammeln, nicht auf gedüngten Wiesen sammeln, nicht sammeln, was ihr nicht kennt. Und von allem nur ganz wenig mitnehmen, damit die Pflanzen nicht geschädigt werden und auch nur dort sammeln, wo es genug von irgendetwas gibt. Viel Spaß mit mir im Wald. Ich bin gespannt, was ihr findet. Der Wunderlauch ist jetzt am Blühen und man sieht deutlich, dass die Blüten ganz anders sind als vom Bärlauch. Da ist hier unten so ein Hauptknubbel, wo die kleinen Zwiebeln drin sind und daraus kommt ein Stiel jeweils mit einer Blüte. Und die Blüten sind einfach auch, die sehen ganz anders aus, sie hängen auch so ein bisschen. Ne, schaut mal, hier gehen sogar zwei raus, aber hier unten drin auf jeden Fall. Sie ist so ein Knubbel mit lauter kleinen, wie Brotzwiebeln. Also ähnlich wie Bärlauch, schmeckt wie Bärlauch, aber es ist kein Bärlauch. Es ist eben diese kaukasische Art von einem wilden Lauch. Kann man aber genauso essen und verarbeiten wie Bärlauch auch. Wir nehmen jetzt bewusst mal ein paar von den Blüten mit, weil wir schauen wollen, was man aus diesen kleinen Zwiebelchen machen kann. Die sind so aromatisch, wir haben die gerade versucht. Das werden wir jetzt mal testen. Das sind diese kleinen Zwiebeln, die oben drauf sitzen. Ganz klein, winzig und super aromatisch. Wir gucken jetzt mal hier hinten, sehen die Blätter werden schon ein bisschen gelblich. Das heißt, es könnte auch sein, dass die kleinen Zwiebeln schon ein bisschen härter sind. Das müssen wir mal ausprobieren. Da vorne, wo Johanna gerade pflückt, sind sie noch deutlich grüner. Wir stapfen jetzt hier gerade durch den wunderschönen frühlingshaften Eschenwald auf der Suche nach Morcheln. Für die ist es wahrscheinlich zu trocken. Wir schauen mal, was wir noch finden. Aber was ich jetzt hier sehe, dass die Maiglöckchen überall rauskommen. Und in dem Moment, wo es Maiglöckchen gibt, müsst ihr echt aufpassen mit Bärlauch sammeln, weil die Blätter einfach schon sehr ähnlich aussehen. Der Unterschied ist, dass die bei den Maiglöckchen kommt aus einem Stiel kommen immer zwei Blätter raus. Und ihr seht, wie hier der Blütenstiel rauskommt. Das ist auch ganz anders als beim Bärlauch. Und auch die Blüte ist anders. Beim Bärlauch, erinnert ihr euch, gibt es diese eine dicke Knospe, die von unten hochschiebt. Und beim Maiglöckchen ist es ein Stiel und an dem hängen die kleinen späteren Glöckchen dran. Aber ansonsten, oder auch hier, was man auch gut sieht, wie sich das rausdreht beim Maiglöckchen, das ist anders als beim Bärlauch. Aber wenn man sich nicht gut auskennt oder wenn die beiden Pflanzen ineinander reinwachsen, wenn man also beides hat, muss man echt aufpassen, weil Maiglöckchen ist giftig. Seht ihr das hier? Auch so flächig wie der Bärlauch, nicht ganz so dicht und tatsächlich auch ein bisschen trockenheitsliebender. Maiglöckchen, alles Maiglöckchen. Und wo Maiglöckchen sind, zur selben Zeit kommt ganz häufig auch das Salomonsiegel. Den würde ich euch einfach gern zeigen. Das ist auch so ein langer Stiel und die Blätter sitzen immer eins rechts, eins links. Und dann sind da diese wunderschönen kleinen Doppelblütchen dran. Ich mag die super gern, aber sie sind nicht essbar. Ich mag sie nur optisch sehr gern. Hier nochmal sieht man es gut von oben. Salomonsiegel, nicht essbar, giftig. Immer wieder fragen die Leute mich, wieso kennst du die Pflanzen eigentlich alle? Und es ist ganz einfach, weil ich sie nachschlage, wenn ich nicht weiß, was es ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel was gefunden. Das sieht vom Wuchs her aus wie Labkraut, aber irgendwie auch wie ein Waldmeister. Es hat diese quirligen Anordnung der Blätter an den Stielen. Und irgendwie kommt es mir komisch vor. Ich schaue jetzt mal, ob es eine weiße Milch hat. Es könnte auch ein Wolfsmilchgewächs sein. Nee, hat es nicht. Boah, riecht nicht gut.
entwickeln sich hier oben Blüten. Ja, da kommt irgendwas. Ich kann es aber noch nicht beurteilen. Und dann mache ich es einfach so, dass ich mir, manchmal nehme ich mir ein Stückchen mit. Jetzt mit dem Handy habe ich einen großen Vorteil, dass ich einfach nur es fotografieren und aufnehmen muss und zu Hause nachschlagen kann. Pflanze noch nie gesehen, keine Ahnung, was es ist. Nachgucken. Hier blüht überall am Wegesrand diese wunderschöne gelbe Taubnessel. Davon würde ich eigentlich gerne mal ein bisschen Sirup machen. Allerdings ist es hier am Wegesrand direkt, ihr erinnert euch, Hundeweg. Das möchte ich eigentlich lieber nicht im Sirup haben. Gerade habe ich das Leuchten gesehen, von hinten ganz blau. Ich wusste nicht, was es ist. Es ist eine Riesenfläche mit Veilchen. Die duften jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark. Wir schauen mal. Weil wenn sie noch duften, aber es sind auch nicht die dunkelblauen, wenn sie noch duften, nee, sie duften tatsächlich gar nicht, hätten wir daraus ein bisschen Veilchensirup gemacht. Denn wenn es so viele gibt, darf man auch wirklich mal ein paar mehr ernten. Für Sirup braucht man einfach relativ viel. Ich mache da höchstens kleine Mini-Gläser dazu, weil man wirklich so viele Blüten dafür nehmen muss. Eine Handvoll Blüten, stellt euch das vor. Also das ist jetzt eine und eine Handvoll ist so viel. Also da muss es wirklich große Flächen geben für mich, um sie ernten zu dürfen. Hier ist ein schönes, großes Feld mit kriechendem Günsel. Ich mag die sehr gerne, weil sie eben so schöne Flächen bilden. Deswegen dürfen die auch bei mir im Garten wachsen. Sie sind essbar, aber ich nehme, wenn überhaupt, nur die Blüten, weil sie tatsächlich irrsinnig bitter sind. Aber die Blüten sind einfach so schön knallblau-violett, dass man sie sehr schön zum Schmücken nehmen kann. Für Brot, für kleine Vorspeisen. Einfach zwei, drei Blütchen vorne drauf, oben drauf und es sieht total schön aus. Es ist so krass, was jetzt im April passiert im Wald. Es geht so rasend schnell. Erstens ist plötzlich alles grün geworden, innerhalb von wenigen Tagen. Und dann, was ihr seht, nicht nur die Laubbäume treiben Blätter, sondern auch die Nadelbäume schieben hier vorne ihre Spitzen raus. Das werden jeweils neue Äste. Und das sind die sogenannten Fichtenwipferl, Tannenwipferl, Kiefernwipfel, Wipferl, Lärchenwipferl. Meine Oma hat daraus einen Hustensirup gemacht. Man muss die ganz sparsam sammeln. Also wenn man sich vorstellt, man würde die jetzt alle abpflücken, dann würde der Baum in die Richtung keine Äste mehr rausschieben können und hätte nur die, die er hat. Das heißt, ich nehme da wirklich pro Ast eins, zwei, ganz wenig. Auf keinen Fall von Tannen. Ich nehme wirklich nur von Fichten. Lärchen, die schmecken auch gut, die treiben überall aus, weil sie ja kein immergrüner Nadelbaum sind. Aber die sind jetzt tatsächlich die letzten Tage rausgekommen. Mir sind es jetzt noch ein bisschen zu winzig. Ich warte mal noch, aber das heißt auf jeden Fall, in zwei, drei Tagen sind die soweit. Das ist beim Wildkräutersammeln, ist es einfach so, ihr könnt nicht sagen, ah ja, beim nächsten Mal, sondern wenn es die Sachen gibt und sie sind in einem super Zustand, dann mitnehmen. Weil die einfach sich ganz schnell weiterentwickeln. Und so trocken, wie es dieses Jahr im Frühjahr ist, werden sie dann ganz schnell hart und bitter und schmecken dann einfach nicht mehr so gut. Da hinten sehen sie schon ein bisschen größer, hier auch. Aber ich warte dennoch ein bisschen. Also für mich müssen sie mindestens so eine Länge haben von 2-3 cm und dann pflücke ich sie. Und ich mache tatsächlich auch eigentlich keinen Sirup mehr draus, sondern lege sie höchstens, brate sie ganz bisschen an mit Butter und Zucker, aber wirklich sekundenschnell und esse sie liebend gern zu Karotten. Der Wald gerade, es ist unglaublich. Ich habe jetzt doch schon ein paar genommen von den Fichtenwipfeln, nicht viele. Ich werde mir jetzt vielleicht noch 3-4 Mal so viele holen. Einfach weil ich das Video fertig schneiden will und noch euch zeigen möchte, was ich damit mache. Aber wenn ihr seht, das war jetzt die Anzahl an Wipfeln, die ich hier von diesem Astbereich gepflückt habe. Also wirklich wenig. Da müsst ihr total drauf achten, dass ihr die Bäume nicht so sehr schwächt. Die Nadelbäume sind eh total geschwächt durch die Hitze. Also da muss man einfach aufpassen, dass man achtsam damit umgeht. Wie immer bei Wildkräutersammeln.
Wir haben jetzt noch ein paar mehr gesammelt, weil wir noch Bäume gefunden haben, wo die Wipfel schon größer waren. Und ihr könnt die einfach auch, so wie sie sind, einfach mal probieren. Die schmecken so ein bisschen säuerlich, wie Sauerampfer, aber noch intensiver und haben dazu halt eben diese ganz feine Harznote. Man muss es mögen. Man kann es einfach ganz fein auch hacken oder ein bisschen zupfen und dann auf Frischkäsebrot machen. Ein bisschen Honig dazu, köstlich. Oder karamellisieren. Oder karamellisieren, genau. Aber da muss man echt zart mit sein, weil die so schnell kaputt gehen und natürlich mit jedem Erhitzen die Inhaltsstoffe auch weniger werden. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Fichten und Tannen? Wisst ihr, wie ihr die unterscheidet? Hier gibt es leider nur Fichten, aber vielleicht finde ich noch eine Tanne, woran ihr die Fichte auf jeden Fall erkennt, dass die Nadeln am Zweig nicht rechts und links weggehen nur, sondern dass sie auch oben weggehen. Eigentlich fast rundherum. Unten ist es auch ein bisschen flacher, aber auf jeden Fall stacheln sie auch nach oben. Und bei der Tanne ist es so, dass die Nadeln nur rechts und links weggehen, dass sie auch insgesamt breiter sind, nicht ganz so spitze wie bei der Fichte. Und dass die solche weißen Streifen auf der Unterseite haben. Daran erkennt ihr Fichte und Tanne. Und wenn die Bäume größer werden, bei der Fichte hängt alles, also zum Beispiel auch die Zapfen, könnt ihr jetzt hier gar nicht sehen, weil es keine Zapfen gibt. Und bei der Tanne steht alles. Also bei der Tanne sind die Äste wesentlich aufrechter. Ihr seht, hier hängen die Ästchen, die kleinen, schon so nach unten. Das würde bei der Tanne so nie passieren. Die würden sich so nach oben strecken. Und der ganze Wuchs vom Baum ist einfach ein wesentlich gestreckter, aufgerichteter als bei der Fichte. Bei der Tanne stehen die Zapfen, bei der Fichte hängen sie. Bei der Tanne sind die Nadeln rechts und links, bei der Fichte sind sie auch auf der Oberseite vom Ast. Hier hat die Fichte ein Stück von ihrem Ast abgeworfen, beziehungsweise der Wind. Und hier sieht man das ganz deutlich an diesem jungen Ast, wie die Nadeln wirklich um den ganzen Ast rum wachsen. Daran erkennt ihr die Fichte. Und diese Astspitze ist jetzt praktisch auch das Wipferl vom letzten Jahr. Deswegen ist es so wichtig, nicht so viele von denen zu sammeln. Auch sowas findet man im Wald. Nicht essbar, aber einfach beeindruckend. Durch die vielen Stürme im Winter sind bei uns ganz viele Bäume umgefallen. Und es hat für mich jetzt zumindest mal den kleinen Vorteil, dass ich an Sachen drankomme, die ich normalerweise nicht so einfach erreiche. Wir haben hier zum Beispiel bei einem Ahorn die Blüte, die ganz fein jetzt in dem Zustand nach Honig schmeckt. Ich habe die vorhin versucht. Und wenn ihr sowas im Wald findet, probiert es einfach mal. Ja? Also ich würde davon jetzt niemals eine Schüssel voll sammeln, was mir viel zu viel Arbeit ist. Aber davon einfach so einen kleinen Stiel auf ein Brot drauf oder auf eine Vorspeise. Also das ist einfach, das sind so Aromen, die kriegt ihr sonst nicht. Das ist wie eine Mischung. Naja, ich kann es nicht beschreiben. Also Honig ist es am allerstärksten. Es sind einfach die Pollen, der Nektar, der da drin ist, die so fein schmecken. Probiert es aus. Vom Ahorn sind auch die Blätter essbar. Die sind jetzt hier noch ganz schön hellgrün glänzend, haben sich gerade entfaltet. Und davon werde ich jetzt welche mitnehmen oder mit kleine Frischkäseröllchen machen. Die kann man verwenden. Im Grunde genommen kann man daraus so ähnlich wie Sushi-Röllchen machen. Hier habe ich schon welche abgepflückt und kann die darin einwickeln. Oder auch sowas wie gefüllte Weinblätter. Das geht mit dem Ahorn gut. Man könnte es einfach mal ausprobieren. Die größeren Blätter gehen vielleicht noch mit Reis, wenn ihr sie erwärmt dann auch. Das müsst man mal ausprobieren. Ich werde mal ein paar mitnehmen. Aber die frischen, so wie hier, diese kleinen, kann man so wie sie sind essen. Kann sie in Salat tun. Schmeckt total gut. Also ist immer alles ein bisschen herb, das ist einfach so, aber sie schmecken wirklich fein. Schaut mal, wie schön man beobachten kann, wie die sich jetzt hier entfalten, die Ahornblätter. Ein ganz kleiner Ahornbaum. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Blätter vom Ahorn, weil es sie jetzt gerade so viel gibt, auch wahrscheinlich gut fermentieren kann. Das wäre eigentlich einen Versuch wert. Mal gucken, ob wir davon uns noch eine Handvoll holen für ein Glas. Hier habe ich auch noch was Schönes gefunden. Das ist nämlich eine junge Linde. Die Linde erkennt ihr an den herzförmigen Blättern. Es gibt zwei verschiedene Arten von Linden bei uns. Essbar sind die jungen Blätter, wenn sie ganz frisch rauskommen, so wie hier. Und es ist natürlich toll, dass die jetzt hier so wächst. Blätter von Bäumen sind ganz häufig auch essbar.
Meistens aber sehr schnell sehr bitter. Ich habe vorhin eine Birke probiert, die war auch schon zu bitter. Aber hier, diese Linden sind gerade mit Blüten von Obstbäumen zusammen, mit Quittenblüten, die sind sehr schön groß, sind es eine wirkliche Delikatesse, weil sie einfach fein und mild und wenig bitter sind. Das heißt, ich werde hier ein paar pflücken, nicht zu viele, weil das Bäumchen wirklich noch ganz winzig ist. Möglicherweise ist es auch nur ein abgebrochener Ast, das kann ich gerade gar nicht beurteilen. Es sieht fast so aus, als wäre es ein Ast, der einfach nochmal austreibt. Nee, es sind kleine Bäumchen, die hier stehen. Also da nehme ich wirklich nur ganz wenig mit, vielleicht auch eigentlich gar nichts. Ich zeige sie euch einfach. Sie sind hier so schön bodennah, dass man sie so gut erkennen kann. Dieses herzförmige mit dem leicht gezahnten Rand außen. Das ist typisch für die Linde. Hier haben wir nochmal eine Buche, die uns ihre Blätter entgegenstreckt. Auch die sind jetzt in dieser frühen Phase essbar. So, mal probieren. Ihr könnt es ruhig auch einfach mal probieren, wie die Sachen so schmecken. Und vielleicht schmeckt euch was, was mir nicht so gut schmeckt. Also Buche ist essbar, Linde ist essbar, Hasel ist essbar, Weißdorn ist essbar. Alle sind sehr, sehr, sehr vital, weil praktisch die gesamte Kraft des Blattes ja da drin ist im Frühjahr und noch nicht verhärtet ist. Und hier oben kann auch gar nichts passieren mit Hunden oder so. Die kommen einfach nicht ran, auch Fuchsbandwurm, falls er davor euch schützen möchtet. Da oben kommt er nicht dran und dann könnt ihr einfach im Wald direkt probieren, wenn ihr euch sicher seid, was es ist, wie es euch schmeckt. Blätter haben halt einen großen Vorteil, wenn man Salat macht, geben die viel Volumen. Aber man muss wirklich den Tag, die Tageszeit und den richtigen Moment erwischen, dass sie fein und saftig sind. Bei der Linde gerade war es so. Bei der Buche hier, die ist mir jetzt schon zu hart, da würde ich es jetzt nicht versuchen. Aber vielleicht finden wir noch eine, die mehr im Schatten ist. Hier kann man ganz schön die verschiedenen Stadien sehen, wie die sich rausfalten, die Blätter, wie sie hier noch geschlossen sind. Na, ich krieg's nicht scharf, schade. Oder hier auch die Knospen. Mit diesen Schutzblättern, die hier oben sind, diese spröden, die vor Frost und Feuchtigkeit schützen. Wo hier drinnen der neue Ast liegt, reingewickelt und sich nach vorne schiebt. Bei den Bäumen gilt natürlich das Gleiche wie bei allen anderen Wildpflanzen auch. Es gibt essbare und es gibt nicht essbare. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Weißdorn, der sehr gesund auch ist, den man bei Herzkrankheiten früher als Medizin genommen hat. Der ist essbar, aber nur die ganz jungen Triebe, sonst wird er sehr schnell sehr bitter. Man sieht hier übrigens, dass ich auch schon Raupen häuslich niedergelassen haben in den Knospen. Und hier habt ihr aber einen Schneeball. Und der Schneeball zum Beispiel ist giftig, nicht essbar. Hier ist eine Hainbuche. Hier ist eine Rotbuche. Also hier gibt es ganz viel Verschiedenes. Das ist ein ganz, ganz toller Wald hier bei uns in München-Allach am Stadtrand, wo ich wohne, der wirklich sehr artenreich ist. Hier haben wir nochmal so ein Ahorn, der wunderschön gerade ausgetrieben ist und sich entfaltet hat. Jedes Blatt ein Kunstwerk. Ich finde, es ist einfach auch so beim Sammeln. Ich bin da so ehrfürchtig davor, was die Natur in welcher Fülle von Formen für jeden Standort die richtige Pflanze irgendwie rausgebracht hat und wie sie damit umgeht, wenn dann plötzlich Frost kommt und dann sind schlafende Blüten dahinter, die dann einfach nochmal austreiben. Also es ist einfach unglaublich. Und total schön. Und man lernt einfach auch so viel dabei. Auch das ist eine sehr giftige Pflanze. Das ist nämlich ein Seidelbast. Man sieht hier sehr schön die Früchte vom Seidelbast, die hier an den Stielen dran sind. Aber sehr giftig. Also auf gar keinen Fall pflücken und irgendwas damit machen, außerdem steht da unter Naturschutz. Hier gibt es gerade so eine richtige Sammlung an nicht essbaren Pflanzen. Hier sind die Blätter vom Leberblümchen, giftig. Daneben vom Buschwindröschen, giftig. Und diese herzförmigen Blätter, das ist der Haselwurz, auch giftig. Dann haben wir hier noch das, wie heißt das, Bilsenkraut? Nee, es heißt nicht Bilsenkraut. Da muss ich gleich den Namen nochmal nachschlagen. Waldbimse, genau, die Waldbimse. Auch nicht essbar.
Hier große Flächen mit Buschwindröschen. Aber, und deswegen kriechen wir hier rum, das sind alles Zeigerpflanzen für Morcheln. Morcheln wollen kalkigen Boden, da wachsen diese Pflanzen, und Morcheln wollen Esche. Und in diesem Wald gibt es viele Eschen, aber, und das ist total schade, die Eschentriebspitzenkrankheit killt gerade wirklich so viele Eschen bei uns. Das heißt, dieser Wald, der eigentlich richtig gut war für Morcheln, wird leider immer schlechter. Dazu kommt der Klimawandel, der einfach die Frühjahre wesentlich trockener macht. Ist total schade. Also es wird immer schwieriger, hier bei uns Morcheln zu finden. Wir sind jetzt in München. Mal gucken, ob wir irgendwo noch Glück haben. Vielleicht gehen wir noch in die Isarauen und schauen dort. Auch der Giersch ist schon viel größer geworden. Ihr seht es, die Blätter sind viel dichter jetzt, machen wirklich alles grün. Und ich sammle jetzt einfach hier noch ein paar von den kleinen, frisch ausgefalteten Blättern. Wer meine anderen Videos noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich das März- und das April-Video. Da erkläre ich genau, woran ihr den Giersch erkennt. Ich sage die wichtigsten Merkmale einfach noch mal kurz. Die Zahl 3. Ihr seht, 3 Blattrippen. An jeder 3 Blattrippe meistens vorne auf der Spitze 3 Blätter. Und der Stiel ist dreikantig. Richtig süß. Wahnsinnig schön. Von was für einem Vogel könnten die denn sein? Keine Ahnung. Ein Vogel mit Punkten? Schön, die grauen sind von Tauben. Ja, die waren auch grau-blau. Aber die hier waren mit den Weißen zusammen. Unglaublich. Hat jemand eine Ahnung, was es sein könnte? Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. So sieht die Knoblauchrauke aus, wenn sie dann größer wird. Also ein langer Stiel, der dann auch schnell verholzt. Obendrauf dann die weiße Blüte. Ihr könnt es auch deutlich erkennen, dass es ein Kreuzblütengewächs ist. Es hat nämlich 4 Blütenblätter. Ist jetzt wahrscheinlich schon ziemlich scharf. Und ich würde jetzt in diesem Stadium höchstens noch diesen, naja, vielleicht die Blätter gehen auch noch, aber eigentlich nur noch hier oben den Teil ernten und die Blätter abzupfen und die Blüte hier unten dann so abknapsen. Das schmeckt dann sehr gut im Salat. Die Knoblauchrauke im aufgeblühten Stadium. Hier ist der Weg rechts und links gesäumt von der Knoblauchrauke. Wunderschön. Könnte man jetzt einen richtig tollen Knoblauchrauken-Frühlingssalat sammeln. Hier am Waldboden habe ich jetzt gerade noch einen echten Beinwell entdeckt, auch knotiger Beinwell genannt. Der ist ganz niedrig, viel kleiner als der Beinwell, den ihr vielleicht in Blau und Lila kennt, und hat eben gelbliche Blüten. Der Beinwell wurde früher viel auch als Gemüse gegessen, eine ganz alte Heilpflanze, wie der Name schon sagt, Beinwell. Der wurde verwendet für stumpfe Verletzungen, ist ein bisschen in Misskredit geraten beim Essen. Ich esse auch höchstens die Blüten, aber eigentlich lasse ich sie stehen, weil sie so hübsch sind und weil sie für die Insekten so wichtig sind. Und direkt dahinter hier, dieses bläuliche, was hier so aufgewickelte, lustige Blätter hat, das ist ein wilder Lauch. Den kann man auch essen. Das ist ganz schön. Ich liege jetzt hier gerade auf dem Boden und aus dieser Perspektive sieht man erstmal diese Fülle. Da hinten, was ihr hier seht, das da zum Beispiel, ist eine Einbeere. Dann sehe ich hier lauter Schösslinge, dahin sind ganz viele Veilchen. Es ist wahnsinnig schön. Also Perspektivwechsel. Raus aus dem Alltag, rein in den Wald. Wenn nur nicht die Autobahn im Hintergrund so laut rauschen würde. So, ich gebe jetzt auf. Das einzige Feuchtgebiet, was ich gefunden habe, ist hier dieser Tümpel. Und selbst der verliert schon reichlich an Wasser und ist eigentlich mehr Dreck als Wasser, wo irgendwelche Kaulquappen oder Molche drin sein könnten. Ich wollte heute eigentlich mit euch Morcheln suchen, aber ich habe jetzt alle Stellen abgesucht, die ich kenne, und es ist einfach zu trocken, das macht keinen Sinn. Im April und im Mai findet man super, super viel an frischen Sachen. Ich könnte mit euch fast täglich ein Video drehen, aber es muss dann natürlich auch verarbeitet werden. Und Mai, das machen wir jetzt mal. Ab nach Hause in die Küche. Nach dem Sammeln alles, was ich gefunden habe,
zu sortieren und nochmal auszubreiten, ist so ein ganz besonderer Moment, weil es einfach total schön ist, diese Vielfalt zu erleben. Heute habe ich jetzt, hier haben wir Veilchenblüten, allerdings nicht die duftenden. Hier haben wir von der Knoblauchrauke die Blüten und ein paar ganz wenige Blätter. Hier haben wir die Blüten und die Bulben vom Wunderlauch. Hier seht ihr nochmal richtig die Stiele vom Wunderlauch, was mir übrigens auch aufgefallen ist. Das ist toll, die sind richtig dreieckig, dreikantig, die Stiele vom Wunderlauch. Ganz anders als beim Bärlauch. Daneben liegt ein anderer Lauch, der ist flach in seiner Struktur. Dann haben wir hier die Fichtenwipferl, ein paar zarte Lindenblütenblätter. Das ist ein Giersch, der gehört nicht dazu. Dann haben wir hier frisch entfaltete Gierschblätter und vom kriechenden Günsel ein paar, wie nennt man die Blütenstände, da werde ich die Blüten rauszüpfen und hier die große Schüssel Ahornblätter, auch die habe ich versucht, schaut mal, hier sieht man das richtig gut, die sich gerade erst entfalten und es sind aber auch ein paar größere dabei, die möchte ich gerne irgendwie füllen, ich weiß noch nicht genau wie. Wichtig ist, wenn es jetzt so warm ist, wir haben es draußen 20 Grad, dass die Sachen wirklich ganz schnell verarbeitet werden und wenn ihr sie sammelt und dann nach Hause bringt, am besten, wenn ihr sie nicht sofort verarbeitet, einfach dann gleich in den Kühlschrank packt. Ich wasche sie immer und packe sie dann in den Kühlschrank, weil ich das Gefühl habe, die Feuchte tut ihm gut, aber ihr könnt es auch so machen, wie es ist. Die sehen doch toll aus, oder? Ich mache mich jetzt an die Zubereitung. Euch viel Spaß beim Sammeln und Spazierengehen. Lasst euch inspirieren von den anderen Videos und kocht was Schönes draus. Bis bald!